So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Schatten des Krieges. Ein bisschen besser geht's mir, man hört's vielleicht. Und ich bin ziemlich motiviert, hier heute einiges zu machen und auch der Hauptstory nochmal zu folgen. So, wir gucken aber erstmal, was nun in unserer Nähe denn wäre. Also das ist unsere Hauptstory hier, Niemandsland. Ich würde sagen, das machen wir gleich dann. Aber wir holen natürlich noch einige Sachen ab, würde ich sagen. Ja? Ich meine, im Endeffekt machen wir sowieso alles auf 100%. Ja? Das ist ja normal. So, wie sagen? Let's go. Let's go, let's go. Ah, wir müssen da hoch. Enthülle die Wahrheit. Ah, ja. So. Ja, du, weißt du, du kannst auch gar nichts, ey. Ah, hau mal ab hier. Müssen zeigen, wie der Boss das halt macht, ne? So. Wow. Nice. So, hier ist es. Wie ging das nochmal? In der Geisterwelt, ne? Ja. Ja, easy. Nertain. Nertain. Gut. In der Nähe hätten wir sonst noch verlorenes Artefakt. Und da einen Boss. Außenbossen Gatz Gummi Kodum. Locke den Kommandanten des Außenbosses hervor, indem du schleichend in schneller Folge Feinde tötest. Mhm. Und hier hätten wir auch so einen Außenposten, den wir erobern könnten. Ich glaube, ich gehe mal in die Richtung. Wir machen das direkt. Mal gucken, so wie was sich da. Weiß ich nicht. Mal gucken, was da zu tun gibt. Zu tun gibt. Und. Ja, mal gucken, ob es da ein bisschen schwerer wird, ne? Das soll es ja auch so einen Endboss geben noch. Also so ein General. Ja? Vor Generälen habe ich immer Respekt. Man weiß nie, was sie drauf haben. Oh shit. Alter, das ist ein Biest, ey. Was ein Biest, das Ding da oben. Na, gehen wir lieber weiter. Sind mir ein bisschen zu viele. Ja, ihr macht das schon, ne? Schießen die gerade mit Pfeil auf? Ja, machen sie. Okay. Das ist nicht so gut. Ja, guck mal hier. Eine Klinge hast du wohl gehört, ne? Ja, ja. Was ist mit dir los, hm? Ach, das war schon. Mensch, hat er gar nichts ausgehalten. So, hier ist das irgendwo. Oh, der ist gefährlich. Ich hasse diese Speerwerfer, die machen so viel Damage immer. Warte mal, wo ist denn das? Wo muss ich hin? Ach, da oben. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch, Alter? Kommt man da überhaupt irgendwie hoch? Ja, warte mal, doch von dem Turm da. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, wie komme ich denn da hoch so? Muss man hier noch Jump'n'Run, weiß ich nicht, absolvieren oder was? Naja, gepasst schon. Abwechslung ist immer gut. So. Wie kommen wir jetzt am besten? Seilrutsche mit A. Na, let's go. Was haben wir hier eigentlich noch? Das ist das mit dem Schleichen, ne? Aber ich würde gerne erstmal darüber. Du hältst mal deine Klappe da. Ah, das geht ja easy. Aufsammeln. Ah, das war's schon. Artefakte, die aus der großen Halle von Minas Ithil gestohlen wurden, findest du über ganz Mordor verteilt. Mach sie alle ausfindig, um die Verbesserung Schürfer freizuschalten. Aye, aye, Sir. Wo ist er mal hier? Der letzte König von Gondor forderte den Hexenkönig selbst heraus, im Herzen Angmars. Gerüstet für den Kampf und nicht für Zeremonien, ließ er seine Krone zurück, als er nach Osten in sein Schicksal ritt. Wir hüten sie für den Tag, an dem ein König Gondors zurückkehrt.
Doch wir brauchen einen König, der klug genug ist, den Hexenkönig nicht allein herauszufordern. Sehr schön. Mit Audio noch. Na, gefällt mir. Gut. Machen wir den Typen direkt hier oben, diese oder? Wenn wir schon Krone da sind. Ist eines Königs würdig. Dann zieh sie an, Talion. Aber dein Volk hat seine Könige verstoßen, nicht wahr? Naja, egal. Next. Locke den Kommandanten mit Schleichtötungen hervor. Ein Sieg über den Kommandanten des Außenpostens, der aktiviert den Alarm. Aha, okay. Das deaktiviert nun mal den Alarm. Sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. Fünf im Schleichen getötete Feinde. Wie viele sind das denn? Ich sehe mich doch hier, ne? Oh nein, das wird glaube ich nichts. Außer ich töte den direkt so, oder? Ja, das hat glaube ich ein bisschen geholfen. Oh Scheiße. Oh oh. Wir haben ein ganz kleines Problem gerade. Wir haben sogar ein Zeitlimit. Ja, wir können sie aber nicht weg, was soll das denn? Ja, das ist doch ein bisschen kacke jetzt, Mann. Das schafft man nicht in so wenig Sekunden, wenn der Ork vor der Nase steht. Alter, what the fuck? Oder lädt sich die Zeit auf? Nein, lädt sie nicht. Ja, es ist ein bisschen kacke gelaufen jetzt, Leute. Drei haben wir geschafft hier. Aber fünf, das ist nicht möglich gewesen jetzt. Ne, keine Chance. Was war das? Oh, du hast mir ganz schön viel Ärger bereitet. Diesmal gehst du nirgendwo hin. Warte mal, wir haben jetzt wieder 0 von 5. Was hat das zu bedeuten? Mal gucken, ob das noch geht, wenn ich den jetzt hier absteche. Das zählt tatsächlich noch. Was war das denn jetzt gerade? Das Spiel hat gerade gehängt. Aufgehangen. Ja, okay. Wo kann ich jetzt noch Feinde... Na, warte, da sind noch welche. Ah, der zählt nicht mehr. Los, spring rüber, mein Freund. Einer weg. Und du noch? Och, Alter, jetzt lass mich doch mal, Mann. Ja, ist ja okay, ich hab's verstanden. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen kacke. Habe ich schon mal gesagt, dass ich so Schleichmissionen hasse? Ich glaube schon, ne? So, noch einer. Der hat mich schon. Komm schon, noch einer. Ach komm schon, Alter. Fuck it, Mann. Also nochmal von Anfang. Mann, ey. Ich hasse diese Schleichmissionen. Die sind so scheiße einfach. Aber da habe ich schon früher rumgeflamed immer. Das ist einfach der größte Bullshit, den man erfinden konnte eigentlich. Ach, ist alles. Ja, komm. Lass mal kurz hier weggehen. Lass uns kurz verstecken, vielleicht geht das dann besser. Kann es ja echt nicht sein gerade. Wir brauchen sowieso ein bisschen Leben. Ja, weg mit dir. Dankeschön. Okay. Also, wie gehen wir denn am besten vor? Wir haben jetzt 20.000 Gegner. Da ist der Endboss. Wir könnten Schleichtötungen machen. Von oben, das ist ein Bonus. Alter, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ja,
So, dann haben wir schon mal einen. Easy. Das war der zweite. Easy. Okay, der Ork ist, der Troll ist kacke. Lass mal kurz hier hochgehen. Vielleicht ist hier oben noch einer. Ja, ist es auch. Nice. Das war Nummer 3. Vielleicht bekommen wir noch eine Schleichtötung hin. Ja, eine Schleichtötung bekommen wir noch hin. Nice, Alter. So. Och Mann, ey. Du siehst keinen Ork-Menschlein, sondern eine lebende, wandelnde Festung. Und ich werde niemals erobert. Also das ist echt schwer, die Mission. Ich hasse so Schleichdinger, ey. Noch ein, aber immerhin. Komm schon, das zählt, oder? Geil. What the fuck ist das denn für einer? Okay, das wird ein richtiges Gemetzel, Leute. Es sind ziemlich viele Bosse. Hier ist ein Fass, das ist vielleicht geil, warte mal. What the fuck, wieso habe ich nicht abge... Aua. Neuer Feind Schildträger. Schildträger wehren Frontalangriffe ab und müssen von hinten angegriffen werden. Ja, das wissen wir ja. Oh, da habt ihr von hinten. Ich will ihr Leben. Oh nein, ich brenne, Alter. Oh, scheiße. Alter, bitte hau einfach mal ab, ey. Du nervst. Ihr nervt beide so ziemlich, ey. Wirklich. Okay, hier wird noch so ein Feuerdings. Naja, kommt mal näher. Hahaha. So, warte mal, der zieht sich zurück, den hole ich mir. Ich habe keine Elben geschossen, mehr wie letztes Mal, ey. Und tschüss. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Mein Blutsbruder tötet dich sonst. Oh, ich hab's verkackt. Shit, ey. Wo ist denn jetzt hin jetzt? Alter, was geht hier eigentlich ab, Mann? Ich check hier gar nichts mehr. Hier brennt vor allem alles. Okay, das ist, also ich habe keine Chance hier, Mann. Oh, X, Alter! Getötet. Aufhaltläufer, Minas Ethil braucht dich. Alter, nice, was war das denn gerade? Ich check hier gar nichts mehr, Leute, Mann. Das ist so totale Chaos, Mann. Naja, was soll's. Es gibt's nicht, ne? Es ist unglaublich. Diese Scheißbomben oder was das da sind. Ach ja, keine Elbengeschosse, ey, fuck. Okay. Menschen ab! Meine Arbeit ist nie getan. Und mit Arbeit meine ich, Menschen zu töten. Ja, ist okay. Es mischt sich dir da auch noch einer. Es ist unglaublich. Na, ich sollte ja erstmal weg, Leute. Das hat ja keinen Sinn, ey. Das hat echt keinen Sinn gerade hier. Es sind viel zu viele. Jetzt laufe ich wieder über das Ding, weil ich es nicht gesehen habe. Und jetzt finisht der Typ mich wieder. Ja, okay, das war's diesmal echt. Ich hab's wieder getan. Ich habe den mächtigen Tark erlegt. Welch eine Schmach. Wieso wieder getan? Das war dein erstes Mal, aber ist okay. Echt krass, wie schwer das hier ist, Mann. Ich wollte doch nur das Gebiet hier erledigen.
komm, ey, das ist ein Lappen, wenn er alleine ist. Come on. Okay. Darf ich den Typen aber trotzdem? Wenn du getötet wirst, vergeht Zeit und du wirst am nächsten Schnellreisepunkt wiederbelebt. Okay. Ist der Typ denn immer noch da? Ist das der Typ? Ja. Den darf ich immer noch töten. Das machen wir jetzt aber jetzt. Der Ring ist verloren. Doch wir können Sauron bezwingen. Nein, es steckt zu viel von mir in diesem Ring. Wir brauchen ihn für den kommenden Krieg. So. Mann, ey, Leute, was eine Geburt gerade. Aber ich werde gleich meine Fähigkeitspunkte mal ankurbeln. Weil so geht das echt nicht mehr weiter. Ja. Einer weniger. Noch einer weniger. Aber ich habe auch ein Pech, was das gerade angeht, ne? Ich brenne, ich vergifte, ich gehe in Bomben rein. Das ist gerade echt ein reines Pech, was ich hier gerade aufzeige. Ich stelle mich normalerweise nicht vor, aber ich möchte, dass du etwas verstehst. Ich bin nicht dein Erzfeind. Ich bin ein sehr geschickter Ork und ich kassiere wirklich viel, damit sich dein Kopf und dein Körper trennen. Aha. Ja, da komm mal her. Beschusssicher, ja, natürlich. Was denn auch sonst? Die meisten Uruks sind beschusssicher irgendwie. Aber solange er nicht... Oh! Solange nicht schwertsicher ist, ist mir das egal. Alter, ernsthaft? Was ist denn das für einer? Haut der schon ab, oder was? Hau nicht ab, Mann. Das ist feige und kacke. Ich werde dafür bezahlt. Aber du machst es umsonst. Ja, und du bist jetzt Ende Gelände, würde ich sagen. So, einer weniger, der sein Maul aufreißen kann. Es ist unglaublich. Okay, weiter geht's. So, schnell hier hoch, bevor wir wieder abgeschossen werden. Und ich muss gleich meine Fähigkeitspunkte verteilen, sonst sehe ich da hinten keine gute Aussichten für uns. Also müssen da lang, ne? Grauks. Grauks sind furchteinflößende Bestien, die nur mit anhaltendem Kraftaufwand zu Boden gebracht werden können. Ein Kopftreffer. Okay. Wieso haben wir so viele Feinde hier? Das ist unglaublich. Ich will nur ganz normal diesen Boss da hinten töten. Und mit ganz normal meine ich wirklich ganz normal. Schleicht da jemand umher? Ja, ich schleiche da umher und töte dich gerade. Nicht mitbekommen, ne? Ja, ist schon vorbei. Und du auch. Du bist einfach... Weißt du, du bist zu langsam einfach. So. Naja, wir gucken jetzt erstmal... Das war das Falsche. Wir gucken jetzt erstmal Fähigkeiten. Charakter. Wir haben 5 Fähigkeitspunkte. Okay, warte mal. Was können wir denn gebrauchen? Kritische Treffer. Das müssen wir auf jeden Fall haben. Mehr Schaden. Verkürzt die Dauer von Bodenhinrichtungen, die du mit RT und X gegen den Boden anliegenden Feinde ausführen kannst. Nee, was wäre denn das nächste? Macht kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Hinrichtungen freischaltet. Das ist sehr wichtig eigentlich. Ich glaube, wir gehen auf das hier erstmal. Und das hätten wir hier noch. Stimme deine letzte Chance genau ab, um den Feind, der es auf dich abgesehen hat, sofort zu töten. Wirkt nicht gegen Hauptmänner, Grauks und Drachen. Nee, jetzt brauchen wir erstmal alles nicht. So, was haben wir denn noch hier? Gewandtheit. Theorisieren bauen wir später. Das heißt, ich mache mal Gewandtheit eine Stufe. Halte gedrückt, um ein furchteinflößendes Schleichtötung auszuführen. Alter, krass. Ah, wir steigen so schnell Level. Wir können eigentlich ein bisschen warten. Feuer explodieren lassen. Der Geist. Was hat der da noch so? Der hat auch geile Sachen, ne? Ich glaube, wir machen mal eine Stufe Geist. So, dann hätten wir das auch mal.
Ich bin ein bisschen stärker im Nahkampf. Jetzt geht's nämlich richtig ab, Leute. Hab ich da gerade etwas? Ja, du hast eine Klinge in deinem Schädel gehört, man. Es halt die Backen. Deine Gegenwehr ist zwecklos. Schon bald wird die große Schlange kommen und die Welt verschlingen. Aber erst muss sie von Menschenpack gesäubert sein. Nur dann ist sie ihres Schlundes würdig. Stirb, stirb, mach Platz für das große Verschlingen. Ja, du bist auch eine kranke Bestie, ey, ohne Scheiß. So, schnell auf den drauf, bevor der uns einen Pfeil in den Nacken schießt. Ich stehe nicht ein, ey. So, tschüss, das war's für dich schon. Giftig und episch, im Scheiß bist du. Seltene Ausrüstung. Geil! Zeig mal, was haben wir bekommen? Wir haben sogar ein Stufe 9 Schwert, Alter. Was? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Nee, was war das? Stufe 9, ne? Alter. Haben wir hier nicht was ausgerüstet eigentlich? Nee, ne? Dann nehmen wir das hier direkt. Warum nicht? Und wir können noch was einfügen. Mehr Schaden. Um 2 erhöhte Gesundheitsraub. Oh, das ist cool. Gesundheitsraub oder mehr Schaden. Ich mache erstmal Gesundheitsraub rein. Dolch haben wir Level 6. Der Bogen ist Level 8. Alter, what the fuck? Alter, what the fuck? Rüstung haben wir jetzt Level 5er. Und Gewand ist immer noch Level... Okay. Alter, Jungs und Mädels, Mann. Wir sind übelst OP jetzt. So, wir gehen aber erstmal zum Boss. Mir reicht's jetzt. Genügend rumgealbert. Findest du auch, ne? Ja, weiß ich doch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so richtig gut. Starten. Was kann der eigentlich? Asgard. Immun gegen Angriffe durch Bestien. Das ist ja egal. Wird erzählen, wenn seine Gesundheit sehr niedrig ist. Das ist kacke. Bestien greifen ihn nicht an. Krass. Führt ein rudeltreuer Karagor in den Kampf. Oh nein, ey. Schwächen hat er keine. Infos sammeln. Na gut. Let's go, Leute. Besiege Asgard. Aber wir können ja Bestien... Das bringt ja nichts. Na egal. Wir machen erstmal den Bogenschützen hier weg. Da war mir nämlich ein Dorn im Auge. Die Schildtypen sind scheiße und die Bestien sind auch kacke eigentlich. Okay, gehen wir mal darüber. Und tschüss. Alter, nice. Das hat wehgetan. Was? Was will der von mir, Alter? Warum verschwendest du Fleisch? Hat viel Arbeit gemacht, das zu schlachten. Los, ich zeig dir, wie es geht. Alter, das sieht episch aus, Mann. Habt ihr den gesehen? Das sieht ja übelst episch aus, Mann. Und tschüss. Ach ja? Ich geb dir gleich den Zürn. Was ist das für ein rotes... Oh Gott. Ja, Junge, beruhig dich. Oh, daneben. Ich habe keine Elben geschossen mehr. Alter, was ist los mit ihm? Jungs, hört nicht mehr auf. Oh mein Gott, da kommt ein Riesenvieh, da kommt ein Riesenvieh. Ach, halt die Backen, ey. Ich muss sie unbedingt weg, schnell. Alter. Ich kann gegen den nichts machen, der ist viel zu groß. Ich muss hier hoch, Mann. Ich muss hier ganz hoch. Und ich brauche unbedingt Pfeile. Autsch. Das war dumm.
Oh mein Gott, die Dinger kommen hier trotzdem hoch. Alter, ich brauch Leben, Jungs. Ich brauch Leben. Oh, shit. Lass mich bitte in Ruhe. Komm her, ich brauch Leben. Dankeschön. Oh mein Gott, was ein Fight hier schon wieder. Ja, komm, dann komm mal her, du Ding da, ey. Mach ich euch jetzt so platt, ey. Kommt her, ey. Was? Der ist gerade gestorben? Der Typ ist gerade gestorben. Wieso ist der Typ gerade gestorben? Okay, nice. Ah, dich hol mal auch noch. Warte mal ab, ey. Dich hol mal kurz. Na gut, hier explodiert auch alles. Autsch. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Wer macht das denn? Ist es ein Magier oder was? Nicht ihn! Boah, mein Gott, Alter, was ist hier los? Ich sterbe gleich wieder, ich sehe es kommen. Vor allem, es sind halt immer so viele, ne? Man kann sich nie auf einen konzentrieren. Vor allem, ich sterbe auch wieder gleich. Es geht ja wieder durch dieses Minenfeld hier. Ach komm, ey. Kannst mir gestohlen bleiben, ganz ehrlich. Aber eigentlich nicht, ey. Eigentlich nicht. Aua. Krass, ich zieh mich jetzt zurück. Ich hab keinen Nerv mehr jetzt, ey. Ja, guck dir das an. Ich hab echt keinen Nerv mehr hier. Das ist viel zu krass. Kann ich Leben von dir nehmen schnell? Dankeschön. Achso, ich kann Infos sammeln. Ja, nimm von dem hier. Es ist Ork-Schwarzklinge. Krass, der sieht auch cool aus. Was ist mit dir, hm? So, jetzt geht's endlich ab, Mann. Kargor. Drücke X, um angreifen. Um anzugreifen und Macht zu erhalten. Drücke RT und X, um einen niederschlagenden Feind zu verschlingen. Wenn deine Macht voll ist, drücke D, um einen Gegner hinzurichten, oder? Okay. Kargor können klettern und sogar schleichen. Halte R gedrückt, um zu schleichen. Drücke RT und X für eine Schleichtötung. Geil, ey. Alter, wie das abgeht mit dem Vieh. Alter, wie geil. Das ist super, das Ding. Was kommt da jetzt angeschissen? Ghule. Einzelne Ghule sind schwach, aber in Horden sind sie tödlich. Einige Ghule versprühen Gift auf ihre Feinde. Okay. Das ist super, das Ding, ey. Das ist super, das Ding. Alter! Jungs, es reicht langsam. Es reicht definitiv langsam in diesem Gebiet. Lass mich einfach gehen jetzt, Alter. Es ist wirklich genügend jetzt. Mann. Weißt du, ich wollte noch Hauptstory weitermachen, aber klemme jetzt 2 Jahre an dieser einen Stelle fest. Das ist wirklich übertrieben. Da liegt noch was auf dem Boden, ne? Alter, lass doch bitte los. Da liegt irgend noch was auf dem Boden. Glaube ich. Boah. Leute. War das hier? Ist es hier oben, oder? Was ist da oben?
Ja, da kann man oben auch die Folge mit Dirk beenden, ey. Das war gerade echt hart, die Folge, muss ich sagen. Das erste Mal auch gestorben. Läuft bei mir. Na, guck, hier haben wir noch was. Gut, Leute. Das war's erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Mit, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich mit der Hauptstory, oder? Wir machen nochmal so ein Gebiet. Oder wir machen ein paar Türme frei. Kann man auch noch machen. Ah, man kann vieles machen noch. Das ist, boah, allein schon die Festung und so. Wir haben noch einiges zu tun und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin und macht's gut. Tschüss.